für mich eher Loot, aber gibt's auch, ja. Das ist nur ein Gegner. Also, den müssen wir jetzt irgendwie retten. Kräfte nähern sich. Da kommen noch mehr! Granate. Eieiei. Ei, ei. Das hier im Team ist getroffen und braucht Unterstützung. Ich komme. So. Dann heilen wir dich mal. Deckung. Ja, na, lad halt vor dem Gegner nach. So. Feindkräfte nähern sich. Ach, noch mehr. Da kommen noch mehr. Der kommt uns schlecht. Loot, loot, loot. Ey, ich kann nicht in Deckung gehen, danke dafür. Kein Problem. Du Fetter. Nein, nicht mich töten. Nicht cool. Hilfe, da kommt ein Shotgun-Typ. Danke. Kein Problem. Mich hat er ja auch ein bisschen gefährdet. So, ich sammle den gesamten Loot ein. Wir hätten viele Leute verloren, wenn sie nicht da gewesen wären. Danke. Dagegen, sie immer mit dabei zu haben. Gut, dass sie aufgetaucht sind. Du musst dich schon führen. Wo geht das jetzt lang? Einfach geradeaus hier. Ja, ich laufe einfach wieder vor. Hätte man hier noch irgendwie so ein, ja, Fortbewegungsmittel, wäre es noch geil. Irgendwie so ein Motorrad oder so. Sie haben mein Vertrauen wiederhergestellt. Ja, immerhin gibt's, Blitzreisen. Ja, genau, Blitzreisen. Aber diese Einheit, die kommen da immer 0,3 Meter. Ich glaube, die weiteste Strecke von einmal über die ganze Map ist irgendwie 2 Kilometer. Ich bin sehr froh über die Proben, die sie vom Bahngelände hat. Ja, das geht ja. Ja, aber dass sie dann nicht irgendwie 1000 Meter oder so schreiben. So, boah. So, ist das auch wieder sowas? Zentrale hier. Ja, wir haben eine dringende Anfrage von Sarah für einen virologischen Scan des Quarantänebereichs 31. East und FDR. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Hauptsache, hier hat man 15 Minuten Zeit. Ja, das heißt, aber das ist immer nach Schwierigkeitsgrad, ne? In 15 Minuten heißt, dass es sehr schwierig hier ist. Ja, aber so groß ist das hier eigentlich nicht. Ja, kommt drauf an, wie viele Etagen noch da auf uns warten.
Ich hab noch einen. Alarm. Kontaminationsscan eingeleitet. Ich überlege gerade, wie komme ich denn hier hoch? Ah, da. Okay. Ich würde gerade sagen, schon verlaufen. Ich dachte, ich habe gerade den letzten, aber den hatte ich schon. Oh. Okay, sonst gibt es bestimmt noch eine Etage. Ja, ich meine schon. Ja, bei mir geht's noch hoch. Okay, dann komme ich mal mit. Okay, aber irgendwie nur aufs Dach. Ja gut, kann ja auch sein, dass da noch welche sind. Oder dass da noch einer ist und dann noch der Viren-Uploader. Hier kannst du Fußball spielen, ja mein. Also den Uploader habe ich gefunden. Nur das ist halt nicht der Scanner. Och man. Das heißt, wir dürfen wieder runter. Ja, nochmal alles durchgucken. Ich guck bei Etage 3 noch, oder? Ja, auf der ersten Etage haben wir, glaube ich, gar nichts gefunden, ne? Ja, dann gehe ich nochmal runter. Oh, cool. Hier kann man nicht noch runter. Muss ich sagen, mein Orientierungssinn ist extrem schlecht, ne? Also ja, ich kann das eigentlich so nach und nach Räume abgehen, aber sonst. Dachte ich mir auch, als ich das zuerst mal sah. Ja, nein, ich habe die nur weggeschossen, weil die Puppen ziemlich komisch aussahen. Fand ich nicht gut. Ja. Haben die verdient. Ich habe Rudolph sogar noch Reindeer gefunden. Ja, den habe ich auch schon gefunden. Och man. Hm. Das sind halt so die Sachen, die übel abfangen bei dem Spiel, finde ich. Ja, sonst holen wir uns mal andere Medizin-Missionen. Oh ne, schaffen wir schon, aber so lange suchen ist halt auch scheiße. Aber jetzt verstehst du auch, warum die 15 Minuten notwendig sind. Hm. Ja, aber. Ja. Ich dachte, es gibt nur zwei Etagen oder so, aber nein.
Die Puppen, die du niedergeschossen hast, leben plötzlich wieder. Ich hab's! Oh. Kontaminationsscan eingeleitet. Gehst du nach oben oder muss ich gleich auch? Weißt du dann, wo es hochgeht? Ungefähr. Ja, nicht. Hier auch nicht. Alter. Hier auch nicht. Hier. So. Und hier muss man, glaube ich, dann auch nochmal einmal rum. Ich glaube, man muss immer einmal rumlaufen, ne? Kann das sein? Ne, ich glaube auch in einer kannst du irgendwie zwei Etagen hoch oder so. Hier bei mir kannst du auch. Bei mir ist eine sehr gute Definition. Ja, du kannst ja sehen, wo ich langgelaufen bin. Ich hab schon. Ja, in der 2D-View, aber egal. Virusforschung geschafft. Super. Die Daten sind wichtig für unsere Ärzte. Ich geh mal wieder raus, ne? Ja, kannst du machen. So. Und wieder mal ist ein schickes Handy in der Nähe. Das hole ich mir auch nochmal ab. Starben die Ersten. Und zwar nicht nur Alte und Kinder. Die Leute fielen auf der Straße einfach tot um. Ich habe absolut 17 neue Gegenstände. Die Krankenhäuser wiesen Menschen ab, weil sie völlig überlastet waren. Aber das war in Ordnung, weil die Sarah diese Massenbehandlungslager aufgebaut hatte. Zu diesem Zeitpunkt war die Katze längst aus dem Sack, dass es die Pocken waren. Aber wir hatten noch Hoffnung, wissen Sie. Sarah würde die Seuche vernichten und wir könnten alle wieder nach Hause. Und in der Zwischenzeit ging die Stadt um uns herum vor die Hunde. Nein, nicht mehr zurück. Wie du nur sagst, sag Bescheid, wenn du meinen oder wenn du zum nächsten Mal auf beim nächsten Auftrag bist. Dann müssen wir gucken, wo in Reiner ist. Mach das. Wenn du willst, ich habe noch ein paar Flachwitze. Alter. Da kannst du jetzt so nebenbei so Google auf oder so. Nee, aber während des Essens haben meine Mutter und ich uns ein paar erzählt. Ich habe ein paar aufgeschrieben, weil die immer so scheiße waren. Lass ich mir, komm, schreib's da auf. Solche Flachwitze lassen sich immer mal hin und wieder erzählen. Weil die einfach so schlecht sind, dass sie wieder lustig sind. Wie mit dem Parkplatz, ne? Fähigkeiten. Wo kann man noch gucken, wie viel Leben man hat? Inventar öffnen, Charakter und dann. Ich bin schon beim Runterscrollen. Das dauert noch ein bisschen. Jetzt habe ich Max Lebenspunkte 126.000. Schon mal besser. Schon mal viel besser. Da ist noch einer. Boah, cool, ich kann wieder einen Kilometer laufen. Hast du da. Hast du meine Markierung? Siehst du meine Markierung? Ach, hier! Was ist dieses grüne Gift für eine Scheiße? Oh
Kreatur als Krankheit ausgestorben, Mann. Vor ich Jahrzehnten. Hab ganz oben bei der Dark Zone, da ist noch so ein Stück Dark Zone. Da ist so ein Kampf, Mann. Geiselrettung. Wer würde so etwas denn überhaupt tun? Hätten die das nicht gemacht, ja, würdest du immer nicht. Noch in deiner Zelle an dir rumspielen, kannst oder? Du da zum Safe House irgendwann springen? Aber was dann? Was hattest du für kann Aussichten? Schuften für den okay. Mindestlohn und jede Woche den Bewegungshelfer am Arsch? Wieso meinst du, wenn du einfach von gar nichts zu müde bist? Ja, schon so ein bisschen. Sachen verhökern, bis sich jemand abziehen will. Betreten eines sicheren Bereichs. Warnung, Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Bist du da schon hin? Ja, oder? Ja. Ich kämpfe auch schon gegen das LMB. Und wie sieht es mit deinem Level aus? 24. Ja, das sehe ich auch, aber ich meine jetzt wie weit? Hälfte. Dann. Also ich finde echt gut, dass du Gegner tötest, dadurch geht mein Level höher. Ja, ich dachte mir, ich habe gerade eh nichts Besseres zu tun. Ich habe immer noch. Ich habe voll viel Leben, aber stirbt trotzdem direkt. Ja, das war's mal wieder, ne? Ja, voll viel ist jetzt auch übertrieben. Ja, mehr. Sag ich mal so. Ich freue mich schon auf das fünfte Teil, was ich habe, weil wenn ich dann Überheilung bekomme, habe ich eineinhalb Mal mehr Leben. Das heißt, wenn ich 230.000 Leben habe, habe ich effektiv noch eineinhalb Mal mehr. Kannst du mich nochmal... Nee, geht. Also... Oh, cool. 300.000 irgendwas. Och man, einen halben Kilometer von hier entfernt bin ich wieder gespawnt. Das ist scheiße. Ja, sonst teleportiere ich wieder zu mir. Ja. Ich freue mich schon, wenn wir wieder in der Dark Zone sind. Dann wird es wieder interessanter. Wir können da auch jetzt schon rein, aber dann. Ah, nee. Lass, wenn du 30 bist. Und dann steige ich halt nur mein Dark Zone rein. Das wird mir halt nicht so viel bringen. Ja. Gegner hinter uns. Wir können sonst auch irgendwelche Einsätze nochmal machen auf 34 oder so. Ja, oder halt schwieriger, sag ich mal. Weil da kriege ich auch gut XP. Höher als Level 34 geht er nicht. 34 ist das Max-Level für Gegner. Ja, halt irgendwie sowas nochmal machen. Ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Das war's mal wieder komplett. Wo bist du? Direkt hinter dir.
Ach da. Du gehst hier durch wie so ein Panzer und ich bin direkt two-hit. Ja, das liegt halt an diesem Dings, ne? An der Ausrüstung. Da ist noch einer, aber der versteckt sich die gesamte Zeit. Hä? Oder auch nicht? Da drin sind welche. Taking it back.